Jojo Mari hier und willkommen zum 12. Spieltag bzw. dem ersten Spieltag der Rückrunde gegen Sultan erneut und bzw. mit seinem Team die Rasselbande. Wer gestern das Teambuilding gesehen hat, hat gesehen oder gehört, je nachdem wie man es nimmt, dass ich sehr viel Schiss habe vor diesem Kampf, denn ich kann null einschätzen, wie es ausgehen wird, denn ich bin ein bisschen crazy, ich muss hoffen, dass er mit dieser Craziness nicht klarkommt. Ich habe immer noch die Überlegung, Zeraora Scarf zu spielen. Nur für Mewtwo. Aber irgendwie will ich das auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Antwort gegen Mewtwo, ja. Mit Mother Brain, aber I don't know. Muss ich schauen. Es gefällt mir nicht. So, Sultan hat eingeladen. Wir haben das Team offen. Aufnahme läuft. Andere auch. Und ich habe den Kalk offen, ich habe sein Team offen. Und ich würde einfach sagen, wir akzeptieren und legen los. Was? Moment. Das haut wieder nicht hin. Softboiled geht nicht, dann nehmen wir eben Wish. Das war nicht ganz das, was ich möchte, aber wenn es nicht anders geht. Dann noch einmal. Wischer. Oh, das geht jetzt nicht? Ach, kommt schon. Okay, Wish. Gegen Moonlight. Ja, nehmen wir Moonlight. So, noch einmal. Danke. Okay. Er hat dabei Mewtwo, Snibunna. Doch, Snibunna hat er dabei, Mewtwo hat er dabei, Mega Bisafloh hat er dabei. Er hat genau das Team dabei, was ich predicted habe. Perfekt. Genau das Team halt predicted. Auch genau das. Obwohl, nee, Terrakion hat er nicht dabei. Terrakim halt nicht, aber was hat er denn stattdessen dabei? Statt Terrakim hat er... Ach, nee, warte mal. Was habe ich denn statt Terrakim gesehen? Mewtwo habe ich gesehen. Ach, genau, Snibunna. Ja, okay. Er hat wieder Terrakim nicht dabei, das ist aber vollkommen okay. Er hat Type 0 und Panzer Aeron, wogegen ich mich mit Salamence boosten kann. Das könnte ganz gut werden. Er hat Alola Knogger dabei, das ist suboptimal, sage ich mal. Ja. Ich würde sagen, liegen wir mit Zera. Nee. Ich würde sagen, was ist denn sein Lied? Panzer Aeron könnte ich gut sehen. Alola Knogger. Eigentlich spricht nichts gegen Diablo. Mewtwo. Okay, er kommt direkt mit Mewtwo. Okay. Der Z-Move bringt mir nichts. Ich gehe einfach mal direkt auf Fire Blast. Er geht in Type 0, das ist okay. Fire Blast Mist. So fängt der Kampf doch gut an. Komplette Nullrunde. Ich gehe jetzt in Pharaoh. Toxic. Perfekt. Noch eine Nullrunde. So sehe ich das doch gerne. Ich drücke jetzt. Oh nein! Nein, er macht einfach den. Er macht den Yamari. No way! Hol ich jetzt die Leech Seeds. Dann hole ich mir jetzt die Leech Seeds. So. Da möchte man natürlich nicht gerne drin bleiben, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt die Feuerattacke drückt. Ich habe immer noch McMortar. Das will er einfach nicht. Deswegen drücke ich jetzt. Doch, er drückt Flame Charge. Verdammte Kacke. Ah, da habe ich zu viel riskiert. Ah, no way. Warte mal, er kriegt das nochmal. Sagen wir mal maximal 100 dazu, dann sind wir immer noch schneller mit Zeraora. Das ist vollkommen fein. So, ich kann ohne Probleme einfach Knockoff drücken. Da spricht gar nichts gegen. Wir sind auch safe schneller, da brauche ich auch keine Angst haben. Und solange jetzt Vino nicht reinkommt, ist auch alles fein. Venusaur kommt rein, na gut, dann eben nicht. Ich würde jetzt sagen, wir gehen in... Diablo ist nicht der beste und schönste Switch-In, aber es ist mein Switch-In. Vino kommt und drückt Leech Seeds. Sein Switch-In hier ist Type 0. Ich drücke den Z-Move. Okay, Type 0 kommt. Drücken wir den Z-Move eben. Der macht ja nothing, holy shit. Der macht ja einfach gar nichts. Ich drück mal Will-O-Wisp. Es ist Mist einfach alles. Och, come on. Ich habe eine Idee. Ich habe eine andere Idee.
Marc Brandt ist einfach blind heute. Ach Mann. Ja, komm, drücken wir nochmal Fire Blast. Kriegen so den Burn, das ist dann auch okay. So. Damit ist McMortar leider down. Und ich könnte jetzt in Terminator gehen. Ich mach's dann mal so. Ich hole jetzt Elements rein. Wir drücken ihm den Attack den Dings rein. Gehen auch direkt in die Mega und ich drück den Sub. So. Fassade. Holt uns nicht raus, das ist gut. Das ist gut. Und Fassade. Ey, das spielt so ein richtiges Yamari-Set mit Type 0. Holy shit. Das ist gar nicht cool. Okay, Weavile, das ist vollkommen fein. Weavile ist fein. Ah, wo, ich muss jetzt wieder Dings machen, ne? Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist immer dasselbe gegen Weavile. Ah, ich krieg Weavile, wenn es gut läuft, jetzt down. Eye Shard, ja. Und Return. Sash, okay. Okay, hätte ich mit rechnen können. Hätte ich mit rechnen können, ganz ehrlich. Er Sash. Killt mich der Eye Shard, ist jetzt die Frage. So, wir haben Salamence draußen gegen Weavile. Voila. Weavile. All Out Attacker. Eye Shard. Killed. Holy shit. Holy shit, macht das viel. Obwohl, nee, er ist gar nicht Choice Band. Er ist gar nicht Choice Band. Machen wir mal so. Selbst mit Jolly killt Eye Shard jetzt. Ich muss in Mystique einmal gehen. Ich muss in Mystique gehen. Ich darf den Tod jetzt hier nicht riskieren. Und drücke Call Mind. Ja, Venusaur kommt rein. Ich drücke Call Mind. Jetzt wird's interessant. So. Suicune. Gegen. Venusaur. Mega. Auf plus 1. Wie sieht's aus mit plus 2? Plus 2 würden wir ihn. Ah, nicht ganz gehen. Außer wenn er jetzt Giga Drain drückt, dann nicht. Ich muss es jetzt schon versuchen. So, drückt er den Giga Drain? Er drückt Leechy. Das ist fein. Das ist vollkommen fein. Signebeam würde jetzt auch schon reichen. Ich drücke jetzt einfach mal für den Fall, dass er jetzt in Weavile geht. Type 0. Ah, schade. Schade. Okay. Und ich drücke jetzt nochmal die Hydro Pump. Die trifft auch endlich mal. Und jetzt killt er wahrscheinlich Suicune. Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Das mache ich jetzt. Ich kann nochmal rausgehen in Salamence. Nochmal. Ich muss eigentlich so auf D-Dance gehen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss so jetzt auf D-Dance gehen. Ich drücke nochmal die Fassade. Die killt. Warum? Ach, das war eine Roll. Das war eine fucking Roll. Ach, come on. Ach, come on. Knock off. Ach, come on. Das war eine fucking Roll. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ist nicht cool. Ist gar nicht cool. Skarmory kommt rein, ja. Ah, er hat den Konter. Okay. Er fährt eine ähnliche Schiene wie ich gerade. Vielleicht hat er den Iron Head. Nicht den Iron Head. Na gut. Trick, okay. Choice Scarf. Das ist okay. Hat sich jetzt meine Lefties geholt. Side Strike. Ah, Mann. Ja, nee, das haben wir verloren. Sowas von. Holy shit. Komme ich gar nicht mehr dran vorbei. Ja, nee. Da habe ich gar keine Chance mehr. Holy shit. Ich komme an Skarmory spätestens nicht mehr vorbei. So. Jetzt kann ich wieder rausgehen in Terminator. Wir sollten schneller sein auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch noch nicht, welche Fähigkeit er auf Dings hat, ne? Ist halt auch so ein Ding für sich. Aber ich muss ja auf Knockoff gehen. Skarmory kommt rein. Ockerberry, ja, nee.
Das ist ein 5-0, das habe ich. Hier habe ich jetzt meine erste hohe Niederlage bekommen und ich habe auch hart auf die Fresse. Ich habe von Anfang an gesagt, das Matchup sieht nicht schön für mich aus. Es hat vieles mit reingemeddert, leider. Counter, ja. Nächste Runde kills mich. Nächste Runde bin ich down, ja. Das war's. GG. Verdammt. Ah, ich habe die Facecam vergessen. Ich habe aber die Facecam vergessen. Oh nein, no way. Hupala. Okay, der andere spielt halt 2 mit Facecam. Ja, aber Mann, never mind. Ich bin so gewohnt, ohne Facecam aufzunehmen. Ja, okay. Es ist nicht schön, ist nicht schön. Aber ich habe von, meine Damen und Herren, Typ 0. Das Teil ist so insane. So insane. Type 0 ist echt insane. Ich habe schon damals mal, ich habe schon immer Probleme gegen Type 0 gehabt. Ich bin mal Butter bei der Fische. Ich habe schon immer Probleme gegen Type 0 gehabt. Und ja, hat es jetzt gezeigt, was es kann. Ich habe es ja selber in der PFDL. Das Ding ist einfach sick. Das Ding ist einfach sick. Und er spielt ohne Witz 1-1. Das gleiche Set, welches ich immer spiele. Ich feiere ihn dafür. Und ich finde es auch zumindest schön, dass ich zumindest Type 0 besiegt habe. Nee. Seraora hat jetzt nochmal einen Kill bekommen. Glaube ich. Doch, Seraora hat den Kill gemacht. Das hätte ich wahrscheinlich auch besser spielen können am Ende. I don't know. Er hat auch die Orca-Berry. Ja, komm. Er hat sogar die Orca-Berry gehabt für eine Feuerattacke. Das war nicht schlecht. Ich hätte wahrscheinlich auf, ich weiß ja nicht, ob er hier Lightning Rod gespielt hat. Wahrscheinlich, weil ich ja 2 Elektromons habe. Nee, das ist einfach schlecht gespielt. Das war nicht so schön. Beziehungsweise das Matchup war scheiße. Sultan hat es auch gut gespielt, keine Frage. Große GG trotz allem und ja. Ja. Seraora Bandit. I don't know. I don't know. Keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, Leute, wenn euch der Kampf gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde jetzt einfach nur sagen, Leute, wenn euch der Kampf gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen tilted. Was heißt tilted? Ich bin nicht tilted so in dem Sinne so. Einfach, ich hasse es, mit einer hohen Differenz zu verlieren, sagen wir es so. Und ich bin jetzt wieder mit einer Differenz im Minus. Oh Mann, oh. Na egal. So, ich würde auf jeden Fall sagen, haut rein, ciao und bis auf dem nächsten Video. Tschüss.